Hallo und willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Luca von allesrahmen.de. In diesem Video zeigen wir euch zwei Möglichkeiten, die Leinwand an den Schattenfugenrahmen anzubringen. Die eine mit sogenannten Leinwandhaltern, die andere mit Senkkopfschrauben. Ich zeige euch jetzt, was ihr dafür braucht. Kleine Anmerkung, sowohl bei der ersten Methode als auch bei der zweiten bohren wir also die Schrauben durch die Leinwand durch. Das heißt, wenn ihr eure Leinwand nicht beschädigen wollt, dann ist es nicht geeignet, sie in einen Schattenfugenrahmen einzurahmen. Erst einmal möchte ich euch einen Schattenfugenrahmen vorstellen. Diese Art von Rahmen ist dabei speziell dafür gedacht, Leinwände, die bereits auf einen Keilrahmen aufgespannt sind, einrahmen zu können. Durch die Rahmenstruktur des Keilrahmens, auf dem die Leinwand aufgespannt ist, brauchen wir auch keine Rückwand. Falls ihr wissen wollt, wie man eine Leinwand auf einen Keilrahmen aufspannt, dann geht gerne hier oben rechts in die Infobox. Dazu haben wir ein Video gemacht, da zeigen wir euch das. Und wenn ihr wissen wollt, wie man einen Keilrahmen zusammenbaut in einem Selbstbauset, auch dafür, Leute, geht in die Infobox, da machen wir jetzt weiter. Einen weiteren Vorteil hat die Glaslosigkeit unseres Schattenfugenrahmens, denn durch Temperaturschwankungen, die ja mal innerhalb eines Raumes entstehen können oder wenn es transportiert wird, wird die Farbe mal flüssiger, mal fester und wenn sie flüssig ist, kann sie durch das fehlende Glas nicht mehr am Glas kleben bleiben. Das könnte sonst passieren und deswegen haben wir beim Schattenfugenrahmen kein Glas. So, das waren jetzt die praktischen Vorzüge unseres Schattenfugenrahmens. Es gibt nämlich auch noch eine ästhetische Komponente. Der Schattenfugenrahmen hat seinen Namen nämlich nicht von ungefähr, denn er lässt eine Schattenfuge um das ganze Gemälde herum. Dadurch entsteht der Effekt, als würde die eingerahmte Leinwand schweben. Passenderweise dazu heißt der Schattenfugenrahmen auf Englisch Canvas Floater. Canvas für die Leinwand, Floater für Schweben. Also Leute, wisst ihr Bescheid? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Lasst es mich wissen. Ich finde es auf jeden Fall total cool, macht einen richtig tollen Effekt. Und Leute, ich zeige euch jetzt, wie ihr das selber machen könnt. Für Methode 1 mit der Bohrung brauchen wir 8 Senkkopfschrauben mit einer Mindestlänge von 1,9 cm bis maximal 2,5 cm. Wir haben uns hierbei für eine Länge von 1,9 cm entschieden. Optional einen Bohrer, sollte der Schattenfugenrahmen wie in unserem Fall noch keine vorgebohrten Löcher haben und gegebenenfalls einen Schraubenzieher. Wir brauchen noch diese Abstandsplättchen. Außerdem brauchen wir einen Meterstab oder alternativ ein Lineal, einen Zollstock, was ihr gerade habt. Dann noch einen Bleistift. Für die zweite Methode brauchen wir noch 4 sogenannte Leinwandhalter, die 9 mm lang sein sollten und dazu die passenden Schrauben. Die Leinwandhalter und die passenden Schrauben könnt ihr direkt beides zusammen im Fachhandel kaufen. Dann müssen wir unseren Schattenfugenrahmen natürlich auch noch aufhängen. Das machen wir am besten mit einem Zackenaufhänger. Der kommt euch vielleicht schon bekannt vor, aber mehr dazu später. Ich weiß, Leute, das sieht erstmal ganz schön viel aus, aber das ist es nicht. Es ist tatsächlich auch ziemlich leicht, von daher fangen wir einfach sofort an. Okay Leute, beginnen wir mit Schritt 1. Ich mache unsere Leinwand erstmal aus unserem Schattenfugenrahmen raus. Die ist nämlich noch nicht fixiert. Dahin wollen wir natürlich kommen. Und womit fangen wir da an? Mit dem Vorbohren. Das könnte ich nämlich so vorstellen, dass wir die aufgespannte Leinwand in den Schattenfugenrahmen hineinbohren. Besonders wichtig ist es, diese Löcher schon einmal vorzubohren, damit, wenn die Schrauben später reinkommen, das Holz nicht aufplatzen kann. Das heißt, wir bohren uns jetzt jeweils 2 Löcher in jede Leiste unseres Schattenfugenrahmens in genau gemessenen Abständen. Und um diese ordentlich abzumessen, nehmen wir uns unseren Zollstock. Von der Innenseite unserer Leiste unseres Schattenfugenrahmens messen wir 1,5 cm. Dadurch können wir gewährleisten, dass die Schraube mit genügend Abstand zu den Rändern einmal durch den Schattenfugenrahmen und durch den darunterliegenden Keilrahmen gebohrt werden kann. Dann messen wir uns von jeder Außenkante unseres Schattenfugenrahmens 10 bis 20 cm ab. Wir nehmen jetzt 15 cm und je nach Größe eures Schattenfugenrahmens kann das, wie gesagt, zwischen 10 und 20 cm variieren. Die 15 cm haben wir hier jetzt mit Gefühl entschieden. Die Bohrlöcher sollen sich nämlich relativ nah an den Gehrungsecken befinden, nicht zu weit mittig, um eine gleichmäßige Befestigung des Rahmens sicherstellen zu können. So Leute, kommen wir nun zu einem der spaßigsten Teile dieses Videos und das ist das Bohren. Ein wichtiger und sehr logischer Tipp fürs Bohren jetzt, wenn ihr auf einem Tisch bohrt, dann richtet den Rahmen so aus, dass er an der Stelle, an der ihr bohrt, nicht auf dem Tisch aufliegt. Also unsere erste Markierung für das Bohren liegt jetzt außerhalb der Tischkante und da können wir direkt anfangen. Und das macht ihr jetzt mit jeder markierten Stelle. Alles gebohrt, Leute. So, wir sind jetzt auf jeden Fall fertig. Haben alle Löcher vorgebohrt und sieht schön aus. Ja, wir haben alles richtig gemacht. Damit haben wir jetzt einen fertig vorgebohrten Schattenfugenrahmen. Das heißt, wir können sofort zum nächsten Schritt kommen. In diesem Schritt nehmen wir uns unsere Leinwand und legen diese in unseren Schattenfugenrahmen ein. Die aufgespannte Leinwand wollen wir jetzt durch die vorgefertigten Löcher mit Schrauben mit dem Schattenfugenrahmen verbinden. Dabei ist es wichtig, dass wir diese Abstandhalter benutzen, die wir an jede Leistenseite unserer Leinwand schieben, damit unsere namensgebende Schattenfuge entsteht und an jeder Seite den gleichen Abstand hat. Das heißt, ihr müsst erstmal herausfinden, wie viele Plättchen ihr braucht. Ich habe das vorher schon gemacht. Wir brauchen ein blaues, das ist ein dickes Plättchen und 2 rote. Und die legen wir jetzt jeweils an beiden Seiten ein. Das machen wir gleich mit den anderen Seiten, aber wir fangen hier an. Kleiner Tipp von mir, um auch sicherzugehen, dass ihr alle Plättchen
Plättchen an beiden Seiten gleichmäßig reinbekommt. Dabei legt ihr euch die Plättchen an beiden Seiten erstmal locker an und drückt sie dann nicht nacheinander rein, sondern am besten gleichzeitig. So habt ihr die beste Chance, dass sie auch wirklich reingehen. Und dann drücken wir gleichzeitig die Plättchen in die Schattenfuge. Perfekt, somit ist sie schon mal richtig stabilisiert. Das machen wir jetzt noch an den jeweils anderen Seiten. Das heißt, wir drehen uns unseren Rahmen einmal und machen das Gleiche nochmal. Perfekt. Das heißt, jetzt kann die Leinwand in den Schattenfugenrahmen hineingeschraubt werden. Dazu haben wir unsere vorgefertigten Löcher auf der Rückseite, ihr erinnert euch. Und wir schrauben das jetzt so, dass wir unser ganzes Konstrukt hier einmal über die Tischkante ziehen. Beim Schrauben mit dem Akkuschrauber den Schattenfugenrahmen und die Leinwand gut festhalten und die Schrauben von unten hineinschrauben. So, wir nehmen uns jetzt also unseren Akkubohrer, stecken unseren Adapter ein und schrauben los. So Leute, wir sind jetzt fertig. Wir haben jetzt alle 8 Löcher geschraubt. Das heißt, die Leinwand an dem Keilrahmen sollte im Schattenfugenrahmen jetzt ordentlich fixiert sein und festgeschraubt sein. Das heißt, wir nehmen uns unsere Plättchen wieder raus. Die brauchen wir ja nicht mehr. Und damit ist unsere Leinwand in den Schattenfugenrahmen eingerahmt. Hält bombenfest. Sehr gut, Leute. Und damit sind wir fertig für diesen Teil des Videos. Ich hoffe, dass wir euch damit schon mal helfen konnten. Jetzt zeige ich euch noch eine weitere Methode, eine Leinwand an einen Schattenfugenrahmen anzubringen. Die ist auch sehr leicht, ihr könnt jeweils eine Methode benutzen. Also nehmt einfach die, die ihr am besten findet. Also, wir packen uns unseren Bohrer kurz weg. Wir drehen uns unseren Schattenfugenrahmen jetzt wieder um. Jetzt nehmen wir uns unsere Leinwandhalter, die wir vorhin schon gesehen haben. Pro Leinwandhalter brauchen wir 2 Schrauben. Denkt dabei daran, dass wir die Leinwand durch die andere Methode vorher natürlich schon fixiert haben. Wenn ihr nur die Methode mit den Leinwandhaltern verwendet, dann müsst ihr natürlich die Abstandskeile einstecken, um die Leinwand innerhalb des Schattenfugenrahmens zu fixieren, bevor ihr die Leinwandhalter einschraubt. Und die Leinwandhalter sind sehr einfach anzubringen. Ihr braucht einen Leinwandhalter pro Leiste eures Schattenfugenrahmens und dann platziert ihr ihn in der Mitte, nehmt euch die Schraube und den Bohrer. Und dann bohren wir erst die obere Seite, danach die untere Seite fest. Und jetzt nehmen wir uns unsere zweite Schraube und bohren sie durch den Leinwandhalter in die Leinwand. Perfekt. Somit liegt die Leinwand jetzt perfekt an den Schattenfugenrahmen an und ist ideal fixiert. Das machen wir jetzt an den verbleibenden 3 Seiten auch. Und das ist die zweite Methode, eure Leinwand an den Schattenfugenrahmen anzubringen. So, dann machen wir noch den 4. rein. Perfekt. Dann haben wir die Leinwand jetzt auch auf die zweite Methode mit den Leinwandhaltern fixiert. Dann wollen wir unseren Schattenfugenrahmen mit der Leinwand natürlich noch an die Wand bringen. Dafür gibt es beispielsweise sogenannte Zackenaufhänger. So sehen die aus, ihr habt sie vorher schon gesehen. Bei diesen Zackenaufhängern reicht lediglich einer in der Mitte platziert aus, um die Leinwand zu halten. Diesen Zackenaufhänger legen wir uns in die Mitte unserer Leiste. Hierbei ist es natürlich wichtig, dass der Zackenaufhänger, falls ihr nur einen benutzt, so mittig wie möglich ist, damit das Bild am Ende auch nicht schief hängt. Dabei nehmen wir uns unser Zollstock, messen genau die Mitte aus. Wir haben jetzt hier 64,5 cm, das heißt, die Mitte sind 32,25 cm. Jetzt haben wir beim Zackenaufhänger eine kleine Beule, die uns genau zeigt, wo dort die Mitte ist. Diese Mitte legen wir bei 32,25 cm, also genau der Hälfte der Leiste an. Das markieren wir jetzt nochmal mit unserem Bleistift. Dann nehmen wir uns unsere beiden Schrauben und schrauben den Zackenaufhänger ein. Perfekt. Und jetzt kommt Schraube Nummer 2. Sitzt auch perfekt. Unser Zackenaufhänger ist jetzt bombenfest in der Leiste drin. Und so könnt ihr euren Schattenfugenrahmen mit eurer Leinwand auf einen Nagel oder eine Schraube oder ähnliches aufhängen. Denn ihr hängt die Schraube einfach in die Zacken hier ein. Ist sehr leicht und intuitiv, das seht ihr, Leute. Und dann sind wir schon fertig. Ich hoffe, dass wir euch helfen konnten. Wir gucken uns unser Produkt jetzt nochmal an. Ideal, sieht wunderschön aus. Was sagt ihr, Leute? Dann hoffe ich, dass ihr es auch zu Hause hinkriegt mit eurer Leinwand, die ihr in einen Schattenfugenrahmen einrahmen wollt. Vielleicht kanntet ihr die Schattenfugenrahmen noch nicht, dann wisst ihr jetzt, wie cool die sind. Es gibt auch noch eine andere Methode, Leinwände einzurahmen. Das zeigen wir euch aber auch in einem anderen Video, von daher schaut gerne in die Infobox, auch für andere Videos. Rund ums Thema Keilrahmen und Leinwände, dafür haben wir einiges für euch gemacht. Ansonsten abonniert gerne den Kanal, schaut gerne unseren Online-Shop, allesrahmen.de heißt dieser. Da findet ihr alles, was das Bilderrahmenherz begehrt und darüber hinaus auch über den Künstlerbedarf. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video.